So, ich möchte heute gern mal die Kamera vorstellen, mit der ich die Panoramabilder mache. Und zwar die habe ich hier drinnen jetzt mal. Das ist eine analoge Panoramakamera und sie macht Bilder, wenn man hier hinten das runternimmt, im Mittelformat Rollfilm 6x17. Ist ein relativ außergewöhnliches großes Format und die Kamera, wie man sieht, ist schwer und groß. Und ja, möchte ich dir mal kurz zeigen. Wir sehen hier jetzt, also die Kamera an sich ist ein chinesisches Fabrikat, Gao RC heißt die Firma, und das ist eigentlich ein Nachbau von Linhof. Und ja, ich bin total zufrieden damit. Im Grunde ist es ja nur ein lichtdichter Kasten mit der einfachsten Mechanik. Worauf es ankommt, sind sowieso die Objektive. Und in dem Fall habe ich Schneider-Objektive, Schneider-Kreuznach, Großformat-Objektive. Also das ist sowieso Top-Qualität. Und was wir hier sehen, also ein relativ großer Kasten für die Filmaufnahme. Ein relativ langer Tubus hier und dann hier vorne ist das 180 mm das Normalobjektiv. Ich zeige es mal hier kurz, ich gebe mal das Weitwinkelobjektiv dran und dann sieht man mal, dann ist es erstmal ein bisschen kleiner und das ist das 90 mm Weitwinkelobjektiv und man sieht, also hier setze ich das braucht man einen anderen Tubus und ich setze den hier mal ein. Und ja, wie man schon sehen kann, man kann natürlich shiften. Ja, das geht hier rauf und runter, ungefähr 16 mm und also nicht ungefähr bis 16 mm kann man shiften. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, wie so ein Bild entsteht mit der Kamera. So, von der Idee bis zum fertigen Bild ist es ein relativ herausfordernder und komplizierter Prozess, weil diese Kamera überhaupt keine Automatik dabei hat, überhaupt keine Batterie und nichts. Also das ist rein mechanisch und zeig's mal. Ich arbeite hier mit einem Manfrotto-Stativ und da wird die Kamera mal aufgesetzt und machen wir hier mal auf. Man sieht hier vielleicht den Center-Filter. Also das ist jetzt das Weitwinkelobjektiv 90 mm. Schneider Kreuznach, Großformatobjektiv Copal 1 ist glaube ich die, ja, der Verschluss und ja, und hier wird dann mal geöffnet. Als erstes mal, das Motiv muss jetzt erstmal komponiert werden und jetzt geht es gleich weiter. So. Als nächstes wird die Mattscheibe eingesetzt. Die wird hier mit so Magnethaltern montiert. Danach, ja, danach kommt ein Verdunkelungstuch drüber. Das hat mir meine Mutter gemacht, selbst gebastelt. Damit ich dann das fertige Bild auch betrachten kann. Ja. Gut. Und ja, dann geht es unter das Tuch. Und ich sehe das Bild dann spiegelverkehrt und am Kopf stehend und kann den Ausschnitt komponieren. So sieht das Ganze dann unter dem Tuch aus. Also ein sehr eindrucksvolles, großes Bild. So, wenn der Bildausschnitt gewählt ist, dann wird das Tuch wieder entfernt. Die Kamera kann dann nicht mehr bewegt werden, weil es natürlich dann verrutscht. Und als nächstes wird dann hier der Film eingelegt. Ich zeige das jetzt hier nicht. Ich mache hier keinen Film.
das ist nur Demonstration. Ein Rollfilm, 120 Rollfilm. Ich verwende für Landschaftsaufnahmen ausschließlich Diapositivfilme, teurer, aber in der Farbgebung intensiver und schöner. Und Fuji Velvia ISO 50 und für Nachtaufnahmen den Provia 100F. Und dann wird hier zugemacht. Und dann muss erstmal, ich meine, es ist jetzt kein Film drinnen, ich zeige mal hier, hier wird dann mit der Hand sozusagen, hier ist ein Sichtfenster, kann ich sehen, welche Filmnummer ist und der Film wird vorgespult. Natürlich, vor allem muss ich das Objektiv verschließen, damit nicht der Film belichtet wird. Und gut. Jetzt geht es zum kniffligeren Teil. Hier wieder mal der Drahtauslöser am Objektiv montiert. Ich stelle die Blende ein, beziehungsweise ja, weiß ich schon ungefähr, also im Weitwinkel ist Blende 16 und 22 sind die besten. Bei anderen kommt es dann zu Randunschärfen und ist der Kontrast, die Schärfe einfach nicht mehr so gegeben, weil es doch schon dieses 17 cm breite Negativ, die zur Gänze ausreizt, was das Objektiv hergibt. Und dann als nächstes überlege ich, welche Filter ich verwenden möchte. Meine Standardfilter sind, hier habe ich mal den Polarisationsfilter für gegen Spiegelungen, schönere Farben, intensivere Farben im Sonnenlicht. Ich habe verschiedene Verlaufsfilter, Grauverlaufsfilter und auch gewisse Stopper nennen sich die. Damit kannst du zum Beispiel Verschlusszeiten verlängern, wenn du zum Beispiel menschenleere Plätze fotografieren möchtest oder Wasseroberflächen glätten möchtest oder auch die ziehenden Wolken extreme Effekte erreichen willst. Dann habe ich hier noch, die werden mit einem Filtersystem montiert, beziehungsweise hier beim Weitwinkel einfach mit so Klebepads. Ja, die knete ich, dann mache ich hier drei Klebepads und befestige den Filter, weil nämlich hier schon so weit ist, dass ich den Filterhalter nicht verwenden kann. Als nächstes kommt die Belichtungsmessung. Dafür verwende ich eine zweite Kamera, nämlich meine Leica. Und damit messe ich dann die Lichtverhältnisse. Also dann weiß ich zum Beispiel, hier wäre jetzt Blende 22 ein 15. Sekunde. Das ist mein Ausgangswert. Und als nächstes notiere ich mir den Messwert, den gemessenen Wert, und dann muss ich kalkulieren. Der Centerfilter schluckt 1,5 Blendenstufen. Weitere Filter brauchen dann wieder weitere Blendenstufen. Das heißt, ich lande dann bei einer errechneten Belichtungszeit von bei Blende 22 vielleicht eine Viertelsekunde oder eine halbe Sekunde. Und mache dann, ich habe vier Bilder, also das bewege ich dann natürlich nicht, mache vier Bilder von diesem Motiv dann mit verschiedenen Belichtungszeiten und wähle dann das Beste und Gelungenste aus. So, um das auch mal zu zeigen, also ich ziehe dann hier am Objektiv auf und löse dann mit dem Drahtauslöser aus. Man hört das Surren, eine Sekunde. Ja, und damit ist das Foto belichtet. Ich drehe dann natürlich nicht die Kamera, die bleibt gleich. Dann transportiere ich manuell weiter aufs nächste Motiv, aufs nächste Bild und wiederhole das dann mit einer anderen Belichtungszeit. Ja, man sieht also, definitiv ist das nichts für Schnappschüsse. Das muss absolut überlegt sein, geplant sein und man braucht Zeit. Also für mich ist das ja wunderbar, für mich ist das Entschleunigung pur. Und ich weiß, ich habe vier Bilder für einen Film und muss mir das einteilen, überlegen. Überlege natürlich auch, welches Motiv will ich fotografieren, welche Lichtstimmung passt dazu. Und fahre auch schon mal zehnmal irgendwo hin,
bis ich dann zufrieden bin und komme auch manchmal ohne Foto heim. Und es ist aufwendig, aber ein schönes Hobby, muss ich sagen. Und nicht zu vergessen, ich schleppe ungefähr 20 Kilo Ausrüstung mit mir mit. Also ich war mit der Kamera schon am Untersberg mit Tourenski, mit meiner Skiausrüstung unterwegs. Und ich habe geglaubt, ich sterbe jetzt da. Also das habe ich fast nicht gerade noch geschafft. Gell? Also es ist manchmal schon recht entbehrungsreich. Aber einfach schöne Momente, die dann, mit denen ich dann belohnt werde, wenn ich es fertig habe. Und jetzt zeige ich mal ein paar Bilder. Ja, das war jetzt mal der Prozess des Fotografierens, kurz erklärt, und dann geht es natürlich weiter, dann geht es ins Labor mal. Ich habe keine Dunkelkammer zu Hause, Dreizimmerwohnung, wüsste ich jetzt nicht wie und wo ich das machen könnte. Dann muss ich mal warten, bis die Negative kommen. Ja, und dann geht es allerdings hybrid weiter, ich scanne diese Bilder dann ein. Ja, befreie sie von Staub und dann schaue ich noch eventuell noch etwas abwedeln, nachbelichten. Also alles Techniken, die auch in der analogen Zeit verwendet wurden. Und das ist alles. Also ich verändere bewusst da keine Farben, weil ich glaube, es wird sonst der analoge Flair der Bilder verloren gehen. Und ja. Das ist ja das Besondere dran. Und es geht dann in ein Labor, in dem Fall jetzt in Vorarlberg, und die drucken mir dann die Bilder aus auf hochwertigem Fotopapier oder ich schicke es wohin, wo sie hinter Acryl kaschiert werden. Also je nachdem werden die dann weiterfahren.